Hallihallo. Und willkommen. Wir sind bei Wildlife Park 2. Wir schieben diese Folge einfach mal so dazwischen, weil wir es können. So. Guckt euch mal den Vorschaubildschirm an. Wir müssen das mal ganz kurz genießen. Was sehen wir denn da Schönes? Also ich sehe rechts hinten ein weißes Einhorn. Manche sehen ihre Schwiegermutter da. Ja, stimmt. Manche sehen aber auch ihre Ehefrau. Und manche sehen wirklich nur Drachen. So. Wer was sieht, ist euch überlassen. Guckt euch das an. So, also wir können diese Tiere in unserem eigenen Park haben. Ich habe mal jetzt die Frau mal gefragt, ob er Lust hat, mit mir einen Fantasy-Park aufzubauen, wo wir möglichst viele Tiere drin haben, die es gar nicht gibt, wie zum Beispiel die Drachen und die süßen Einhörner, die man im Hintergrund so ein bisschen sieht, die aber im Spiel noch niedlicher sind und die Fohlen. Oh. Ja, in einer Woche ungefähr, eine Woche oder anderthalb Wochen läuft ja Wildlife Park 2 angezockt bis Anfang Januar, 5 Tage die Woche. Und jetzt zeigen wir zum Beispiel so ein kleines Farb. Was es noch sonst so gibt, zu dem, was wir dann zeigen werden. Und wir starten jetzt einfach mal. Lasst euch überraschen, wir zeigen euch ein paar coole Sachen aus einem coolen Spiel, was schon ein bisschen älter ist. Freispiel? Ja. Gut, dann mussten wir jetzt mal sagen, was ich machen soll. So, ich würde sagen, wir machen kurz einen Cut, suchen unsere Welt aus und zeigen euch dann wieder das Spiel, wenn wir uns für die Welt entschieden haben, oder? Genau. Okay. So, willkommen wieder zurück. Wir haben uns jetzt für Deutschland entschieden, weil es ein warmes und ein kaltes Gebiet ist und weil es ein großes Gebiet ist. Ja, eine große Karte ist immer cool. Was wir aber jetzt mal testen müssen, oh, schau mal hier. Also doch mit Geld sorgen. Ja. Hm? Obwohl, ich hatte mal die hier. Nö. Zu Langeweile oder so, mach bitte auf rückgängig. Okay. Wir haben getestet. Wir haben jetzt ohne Geld Sorgen gemacht, weil wir das testen wollten. Und ja, es funktioniert. Ihr könnt ja, das heißt, wir können jetzt in Minus reingehen, unendlich. Ja, das ist uns aber da egal, weil wir diesen Zoo nicht lange spielen werden. Es soll nur zum Zeigen gedacht sein. Jetzt wollen wir erstmal alles ebnen hier. Such dir mal einen Startpunkt, dass wir den Zoo schon mal mit einer Tür öffnen. Du bist doch nicht in der Karte. Du musst ja noch nicht alles ebnen. Wer weiß, wie viel Platz wir überhaupt brauchen. Oh. So. Hier, das Wasserbecken nass. Da können die Tiere trinken. Manche mögen das ja. Die Alpen können weg hier. Was ist denn so dein Fabel-Lieblingslebewesen? Weiß ich nicht. Drachen können wir nehmen. Wir können das Einhorn nehmen, ja. Was wir in der Vorschau gesehen haben. Und dann schauen wir mal, was es noch so gibt. Wenn wir da im Wald beginnen, da könnten wir die neue Pferdchen aussetzen. Wir haben so Futter. Aber wenn man Hügel braucht, machen wir es so. Ist bloß immer doof, wenn wir Zäune bauen wollen. Wenn dann auf einmal müssen wir immer ewig hier rumhantieren. Ich würde sagen, dann machen wir da schon mal einen Zoo-Eingang. Ich würde mal sagen, hier in der Mitte. Können wir uns so hindrehen, dass wir der Karte irgendwie entsprechen? Weil sonst bauen wir nachher alles krumm und schief, das sagt ihr das. So? Könntest du mal aus Spaß einen Weg bauen? Weil ich hätte mal einen Zoo, da war alles schief. Oh Gott, war das schön. Mach mal einen Besucherweg. Okay. Probier mal, ob der gerade ist. Unten Mitte. Immer der Froschenhals. Gut. Da kannst du schon mal einen Eingang hinsetzen. Ich zieh den mal komplett durch hier.
Ganz einfach, damit man dann wirklich einen Weg hat, mit dem alles abgeht. Okay, dann könntest du ja gleich zwei Eingänge sitzen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob wir uns das leisten können, müssen wir gleich mal ausprobieren. Wir hatten doch gerade darüber gesprochen. Ja, wir müssen es trotzdem ausprobieren, das hat es nicht mehr. So, einen Eingang brauchst du wahrscheinlich hier. Der ist tatsächlich bei den Besuchereinrichtungen. Ganz hier. Rechts. Gehege. Nein, wo die Wege sind. Oh. Hier. Die Besuchereinrichtungen sind unten bei dem Fast Food. Da, Dekoration. Nein. Hier? Ja. Alles für die Besucher ist da und das ist ganz rechts das teuerste. Der Eingang ist immer das teuerste. Hier. Gästeeingang. Eingangsgebäude. Gut. Wie drehe ich das nochmal? Mit dem Linksklick. Ja, du darfst nicht ins Rote bauen. Das kannst du vergessen. Im roten Bereich. Okay. Ja, genau so. Auf die andere Seite kannst du ja auch schon mal einsetzen. Ist eigentlich ganz klug, zwei Eingänge zu haben. Ja, dann kommen die auf jeden Fall immer gut durch hier. Dann können wir links und rechts davon. Ja, genau. Da kannst du sogar verschieben. So. Wie gesagt, der Kreis darf nicht ins Rote. Sag mal, ich hab doch hier gedrückt. Gut, jetzt haben wir hier zwei Eingänge. Das ist schon mal schön. Willst du links und rechts ein Stückchen Mauer ziehen, damit man wirklich das Gefühl hat, dass ein bisschen Eingang? Es hat niemand vor, eine Mauer zu bauen. Und ganz rechts sind die Mauern. Nee, ganz rechts sind die zwei Eingangsmauern, die drei. Dass du so ein bisschen schon mal abgrenzt. Du musst ja nicht alles machen, nicht den kompletten Karak, aber auf jeden ein bisschen. Boah. Ich mache schon mal das dicht hier. Wenn wir schon dabei sind, wir können es uns ja leisten. Jetzt mit rechtsklick, sonst hast du die durch. Wie gesagt, wir können es uns ja leisten. Ja, aber übertreib's nicht, sonst brauchst du jetzt erstmal die nächsten drei Folgen nur Mauern. Nö, wir bauen, das wird jetzt keine drei Folgen Ding. Ja, ist eine große Karte. Die kannst du nicht unendlich lang bauen, dann spackt der rum. Ja, sag mal. Mach erst ein kleines Stück und dann setz ab. So. Ja. Genau. Das soll doch nicht schräg machen. Das ist kein modernes Spiel, das ist ein bisschen älter. Dem muss man seine Kindheitsfehler mal verzeihen dürfen. Gut. Und je länger du diese Abschnitte machst, desto schiefer sind die in der Regel. Ja, okay. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall die Mauern gesetzt. Das kann auch kein Tier ausbrechen hier. Und jetzt sag mal an, was möchtest du? Liebe Bionalu. So, ich überlasse dir mal die Maus. Also ich würde sagen, hier steht nichts. Wir locken jetzt ganz viele Besucher an. Indem wir sagen, der Eintritt kostet. Nur die Besucher sind unrelevant, die Tiere. Nein, ich will ja auch Besucher haben. Der Eintritt kostet 85. Auf beiden natürlich. Nein, ich will ganz viele Besucher, sonst macht das keinen Spaß. Mir jedenfalls nicht. Und ich will die Tiere, sonst macht das keinen Spaß. So, und wir locken hiermit noch ganz viele an. Das ist mir halt wichtig. Ist mir egal, ob es notwendig ist. Weil ich mag es nicht, dass wir jetzt ewig in drei Tagen in den roten Zahlen sind. Irgendwann will ich Plus machen. Also merkt euch auch die Zahl, wir sind jetzt minus eine halbe Million. Das könnte sich noch ordentlich steigern. Hier ist schon. Das wird übernimmt doch komischerweise. Okay. Also, ich würde sagen, wir suchen uns jetzt ein Tier aus und bauen nach dem das Gehege. Erstmal will ich die Drachen. Ganz nach rechts. Und dann wieder ein ganz bisschen nach links. Ja. Das ist ein Feuerdrache. Wie viel kostet der? 300, keine Ahnung. Oh Gott, sind da viele Nullen. 30.000. Nein, erst das Gehege. Guck dir an. Ja, Guck dir im Buch an, was der braucht. Ach ja, wo ist hier im Buch? Mhm. Ich kann ja nicht lesen. Kinder, guckt euch immer erst die Bücher an. Wow, der wird aber alt.
Also da können wir jetzt so 3-4 Folgen machen, wenn er 777... 7777 Jahre. Also das heißt... ich wünschte, ich wäre ein Drache. Wir spielen so ungefähr 100 Folgen, weil ich will einmal sehen, wie ein Drache stirbt. Nein, mal Witz. Ja. Also geschlechtsreif mit 7 Jahren, okay. Das heißt, nachzüchten ist ein bisschen schwierig. Wir brauchen 1 bis 5. Wir brauchen erstmal... wir brauchen erstmal hier... Was für einen Untergrund braucht der denn und welche Bodenhärte? Erstmal die Futterdinger. Wo sind denn die? Ja, ich würde sagen ganz links, du bist nämlich schon bei den Häusern. Hier Gehegeausstattung? Ja, du bist da schon richtig, aber du bist so weit rechts. Nein, du darfst da keine Besucher reinsetzen. Nee, ich meine diese Häuser, diese Einrichtung, diese Industriedinger da. Du meinst die Herstellung von Fleisch? Ja. Du bist da in den Farmen drin. Da bist du schon richtig. Hier, okay. Das hier, ich weiß nicht, welche Setz Tiere. Setz alle drei hin, aber nicht an den Gegner. Irgendwo in die Ecke. So. Du hast alle. Alle drei, ja? Ja, und auch den Wasserturm. Da ist der Wasserturm. Wo denn? Na, der Ach, Turm. Da. Und setzt du die so weit auseinander? Wie? Da kommt nichts mehr zwischen. Wie viel? Mach ruhig zwei Wassertürme. Okay. Und mach ruhig auch noch ein so ein Fleischding, weil die fressen so relativ viel. Nee, das ist Fisch. Das kann man so. Ja, Geflügel. Setz einfach dazwischen, so dicht wie geht. Okay. Du musst jetzt aber von jedem auch die Produktion anschmeißen. Ja, wahrscheinlich. Ja, geh aufs Fleisch. Und dann setz die Zahl möglichst hoch. Weil ich glaube, ein so viel frisst der schon 100 Kilo. Naja, stimmt. Wenn wir jetzt einen ganzen Zoo voll haben, glaube ich, bis auf 1000 kann man steigern. Hm, oder? Lass mal ruhig mal drücken. Okay. Wir müssen auf Start drücken. Und jetzt bei den anderen machst du genau das Gleiche. Hier. Genau. Genau, da. Fisch. Du setzt auch auf 1000 hoch. Auch wenn wir nachher einen riesen Vorrat haben, aber wir wollen ja zeigen, wie es den Tieren gut geht und nicht wie sie am Verhungern sind. Und die Schulden, die ich jetzt schon habe, die kann ich nie im Leben abarbeiten. Nee, wir sind nachher bei 20 Milliarden oder so. Minus. Auch wieder oben auf das Bearbeitungssymbol. Ah, ich vergesse das immer wieder. Alles. Du brauchst jetzt nicht bis auf 1000, aber mach ich ein bisschen höher. Auch Kornfutter, die meisten Pferde brauchen Kornfutter. Und vielleicht auch unser Eichhörnchen, ja. Unser Einhörner. Genau, die anderen auch. Kornfutter. Also Bambus brauchen wir mit Sicherheit nicht, aber das Grünfutter und die Früchte auch noch. So. Das kannst du richtig hochsetzen, die fressen die alle groß. Und bei 1000 hörst du auf. Ja, ist egal. Das ist ja 1000 pro Monat. Also so viel müssen die erstmal schaffen. Wir haben Drachen. Vermutlich Drachen. Die Drachen, die essen kein Gemüse, versprochen. Und die essen auch keine Blätter. So, dann haben wir das hier. Okay. Hier auf jeden Fall noch. Genau. Das Fleisch kannst du auch nochmal hochsetzen. Ich weiß gar nicht, wie schnell die sich fortpflanzen, ob wir auch gucken können. Ich glaube, wenn wir das Modpack spielen, dann sollten wir im schnellen Spielmodus spielen, damit die Zeit möglichst schnell vergeht. Oh. Ja, weil sonst sehen wir vielleicht gar nicht die Jungtiere, wer weiß, wie lange die brauchen, um sich zu vermehren. Dann können wir, wenn wir die Tiere reingesetzt haben, dann auch schnell machen. So, das Wichtigste ist aber dann schon mal geregelt, Wasser und Verpflegung, dass wir dann auch gleich starten können mit den Tieren. Ja, musst halt nur überall ein Tierpfleger reinsetzen, damit der das auch wirklich nachfüllt. Okay. Ich meine, wir können auch jedem Tiergehege einen eigenen See geben, dann haben die auch genug Wasser. Da müssen wir mal gucken. Gut, dann wollen wir mal starten, die Tiere. Wir haben jetzt nach rechts geschaut. Oh, zieh einfach das Ding rüber. Genau.
Jetzt gucken wir nochmal, wie viel er braucht zu essen. 120 Dinger Fleisch. Ja, da musst du nochmal abschätzen, wie viel. Und Mineralien. Guck mal, Wasser braucht er zum Beispiel gar nicht. Boden? Nicht 0 bis 100, den ist also das egal. Das ist total wurscht. Also brauchen wir den noch Fleisch reinstellen? Aber er braucht Hügelland. Das heißt... Was? Hier steht doch gar nicht für Hügelland. Hügelland steht da, über Bodenhärte. Das heißt, du musst ihm so kleine Berge reinmachen, sonst meckert er auch. So, ich mach einmal, wenn dem Wasser egal ist. Nee. Das links daneben kannst du auch nehmen. Ja, müssen hier eine Berge sein. Okay. Weißt du, was auch cool ist? Darf ich mal was zeigen? Das ist auf jeden Fall erstmal cool. Na? Warum fliegt der nicht drüber? Weißt du nämlich nicht, ob diese Mauer für Drachen geeignet ist. Gibt es eine andere Mauer? Ja. Hochsicherheitszaun, der da drunter. Lass mal ruhig ein bisschen Abstand für die Besuchereinrichtung. Sonst können wir da nichts hinsetzen. Du musst ein bisschen Abstand versuchen. Da können wir doch auf der anderen Seite bauen. So. Wir machen das ein bisschen größer hier. Ja, kleiner oder größer macht gut da immer. Eben. Dann der will das ganze Ding hügelig, ja? Probier mal das da aus, oben rechts. Oben rechts. Das macht nämlich ein zufälliges Terrain. Zufällig, da darfst du ja nicht ewig raufklicken. Oh Gott, sieht das schlimm aus. Ja. Ich glaube, da klickt man immer nur kurz hin und nicht ewig lange. Klickt man mit diesem Terrain, was du gerade hattest, nur ganz kurz irgendwo? Nee, du, ich mache keine Experimente, so. Überall einmal hinklicken, das müssen keine Riesenberge sein. Dem ist ja nur wichtig, dass es nicht total flach ist. Ja, hier, der größte Teil ist jetzt Hügellandschaft. So, können wir jetzt mal bei dem Futterzeug weitermachen? Der wollte irgendwie so 120 oder so, da müsstest du eben mehrere Dinger überall verteilen. Fleisch? Mhm. Was sind jetzt noch wie viel Kilo? 40. Ich mach mal mehrere überall. Weil es wird ja nicht der einzige Drache sein. Mach mal immer zwei oder drei nebeneinander. Weil wenn er 100 Kilo braucht, dann braucht er schon drei Futternäpfe, um einmal satt zu werden. Ja. Denk dran, die sind relativ groß, die haben Wendekreis wie ein LKW. Ich sag's dir nur. So. Also sicherheitshalber doch einmal Wasser reinsetzen, nicht dass sie nachher verdurst. Naja, wir wissen ja nicht, was der andere Drache braucht. Also Wasser sollten wir auf jeden Fall. Du kannst nur eine Drachensorte reinsetzen. Ah, das ist ja dann, nur der eine, genau. So, ich würde sagen Männchen und Weibchen, dann haben wir vielleicht irgendwann Nachwuchs. Ja. Nein, zieh das Ding rüber. Ich ziehe nicht rüber. Du hast mir echt Bauchschmerzen. Oh, guck mal, du brauchst gar nicht mehr nicht. Ist doch schon weit hier. Du kannst nur auf die Bergspitze setzen, weil er zu hoch ist. So, dann wollen wir mal gucken. Du brauchst noch einen Tierpfleger. Ja. Wenn du den nicht reinsetzt, verhungern die ganz schnell. Oder dann am besten zwei. Dann fressen die die... Kann man den nicht hier auf Berg dann setzt du ganz rechts an der Mauer ein. Ganz rechts, den wollen die Besucher auch nicht sehen. Ich auch nicht. Einmal hier. Und einmal hier. Ja, du kannst den Bereich von dem her noch ein bisschen umspielen. Erstmal muss ich gucken hier, wegen dem Bereich, genau. Rechts oben das Symbol. Das kann der ganze Bereich. So, dass möglichst alle Futternetze abgedeckt sind. Ja, ich versuche ja gerade hier so ein bisschen... Dann setzt da unten links noch einen in die Ecke und der deckt dann den Rest ab. Okay, gut, mache ich. Okay. Ja. Du hast das jetzt wirklich sehr, sehr groß gemacht. Veränderst du auch noch mal das Einzugsgebiet ein bisschen? Weiter nach rechts, dass er sich wirklich nur... Weiter bewegt sich auch der Monitor mit hier. Nee, der würde sich jetzt links um das nächste Hege mitkümmern. Da musst du den Kreis weiter nach rechts
Ja, dass der wirklich in diesem Gehege bleibt. Okay, gut. Dann haben wir die schon mal hier. Gut. Wir können ja kurz schon mal gucken, ob die zufrieden sind mit dem, was sie fangen. Mach mal ein bisschen schneller die Zeit. Ja. Ich sag dir, der Tierpfleger, der kommt oben. Der kommt oben. Und die fressen den nicht auf. Was okay. Meckert der denn? Ich bin ganz scharf auf Vorschlag. Eine Weile haben wir vergessen. Tja, der kommt nicht runter vom Berg. Der verhungert gleich. Wie, der kann doch fliegen. Setz ihn mal weg. Ja, du hast ihn an eine bescheuerte Stelle gesetzt. Setz ihn irgendwo anders hin. Das war zu hoch, dieser Hügel. Ist zu bergig für den. Und der wahrscheinlich auch. Darf ich mal nachbessern? Die kommen damit nicht klar. Also Hügel ja, aber wenn es zu steil ist, haben die Tiere mit der KI ein bisschen Probleme. Vielleicht so. Und vielleicht hier so ein bisschen abflachen, dass die da auch runter können. So vielleicht. Jetzt müssen sie aber langsam. Guck mal, wenn es so grau ist, dann heißt es die Tiere. Du, wenn du denen noch weitere Hilfen gibst, dann kannst du auch einen Rollstuhl nicht. Ich wollte nur sagen, wenn es so ist, kommen die unten. Ja, dann mach. So. Sei doch mal nicht so zickig. Ich wollte es nur sagen. Weil der größere von beiden hat gerade Hunger. Nur so kann er hoch und runter fliegen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ohne diese rollstuhlgerechte Ausfertigung kann das Flugtier da nicht hoch und runter. Hilfe, ich verhungere. Der kann doch hier essen, der ist doch überall. Ja, das war ihm zu eng. Atme doch mal durch, der ist doch schon. Ich brauche Mineralien. Es hört auf, die zu beschweren. Genau. Also links die Drachen, die sich beschweren, rechts die Frau, die ständig alles sagen will. Ich wollte das doch nur erzählen. So, Mineralien. Mach die nach unten, sonst hätte die. Ja, wenigstens ein paar Sachen unten. Vielleicht sehen wir die Besucher auch die Drachen ab und zu. Ist okay, es reicht. Ja, durchatmen. Meine Güte. Was haben wir denn noch für Tiere? So, die sind jetzt glücklich und zufrieden bis ans Ende ihr Leben. Können wir die Drachen noch ein bisschen beobachten? Ja, erstmal hier. So. Ich will auch noch mal gucken, wie schnell die Babys kriegen. Ich will auch trotzdem mal reinschauen hier. gut. Die brauchen 100 Kilo Fleisch, die sind wahrscheinlich kleiner. Fliegen 8 Stunden am Tag. Wow. Ist das gleich wie da drüben mit Hügellandschaft und ja. Nein, ist nicht das gleiche. Doch. Die brauchen Temperaturen von minus 200 bis 15 Grad. Das heißt, diese Drachen brauchen es kalt. Kannst du mal bei den anderen gucken, ob die es auch kalt brauchen? Nee, die brauchen es heiß. Also die zweiten Drachen brauchen es definitiv kalt. Da brauchen wir eine Klimaanlage. Ah, shit, dann müssen wir ja bei denen auch Plusgrade machen. Oh nein. Aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ja, okay. So, weiter geht es mit der nächsten Aufnahme von Wildlife Park 2. So, hier haben wir schon mal so ein paar Hitze-Dinger gesetzt. Hier hat Bionalu die Kältedinger gesetzt, deswegen müssen wir hier noch eine kleine Hügellandschaft machen. Hier wieder. Ja. Gut. Wir bauen quasi miteinander aufeinander auf. Da. Gut, dann brauchen wir wieder Fleisch. Waren das hier gewesen? Hier? Mhm. Was sind nur vorne am Gehege? Mach da einfach so 5 nebeneinander oder so, das reicht. Gut, 80. 160. 240. Die kriegen ja einen Tierpfleger, der das regelmäßig nachfüllt. Okay, dann wollten wir jetzt die blauen Drachen haben. Ja, das blaue sind Eisdrachen, deswegen die und die ist kalt. Die haben von uns ein Kühlgerät bekommen. Ja, ich habe jetzt mal kurz die eine weitere Maus gewechselt. Und immer dieses Rausgesumme, wenn man da was macht.
Ein Weibchen und ein Männchen. Wollen wir mal gucken, wie schnell die sich eigentlich vermehren? Keine Ahnung. Mal einen an. Ich hoffe, die meckern jetzt nicht rum. Klick mal einen an, dann gehen wir nochmal rein. Also, Fleisch haben wir, Mineralien müsst ihr denn noch merken. Bodenhärte ist okay, Temperatur, ey. Oh. Entschuldigung, was denn das jetzt hier? Klick doch mal den Drachen nochmal an. Ah. Die brauchen nicht so viele. Das ist ein Salzleckstein, die lecken den nicht kaputt. Das wird glaubst du aber nur. Ich weiß. So, dann lese mal. Tragezeit 1 Monat. Echt? Das heißt, wir sehen ja dann so schon die ersten Babys. Aber nicht nur heute. 1 Monat geht in dem Spiel ganz schnell vorbei. Wenn du auf Start drückst. Oben. Du musst die Tiere aber auch bewegen lassen. Das wird doch ein Spiel schneller. Ja. Ja, okay, das ist ein bisschen zu schnell. Das tut in den Augen weh. Das weiter. Also die werden sich vollfressen, die haben aber keinen Tierpfleger. Oh. Da musst du ihn noch, brauchst nicht Stopp machen, bis sie die Lehre fressen haben. Aber du musst den auf jeden Fall noch einen reinsetzen. Oder setz den an den Rand. Die haben so ein kleines Gehege, setz den nicht mit rein. Mach den südlich bitte. Ja, noch ein bisschen. Genau. So. Der reicht doch eigentlich schon. Du machst jetzt nur noch sein Einzugsgebiet nach oben. Dass er sich wirklich nur um die Eisdrachen kümmert. Nur um die Eisdrachen, nicht um die anderen. Ja, sonst latscht er immer hin und her und das nervt. Ja. Das ist doch gut, weil rechts steht eh nichts Wichtiges. Also wirklich nur die Futternäpfe füllen und hier ist er nicht weiter. Na, wir können ja rechts noch einen hinsetzen, damit, falls die mal irgendwo hinmachen, dass der Tierpfleger das sauber macht. Dass du rechts doch noch einen machst, einfach nur zur Sicherheit. Weil so eine großen Drachen werden auch große Haufen legen. So. Einfach weil die Drachen so wertvoll sind, kriegen sie 2 Pfleger. Super! Gemacht! Bei normalen Tieren. Guck mal, was mit dem rechts ist. Der ist schon rot. Ja, schnappen wir mal. Setzen wir nach links. Also die brauchen rechts wohl doch Futternäpfe. Die sind zu doof. Okay. Oder das Gehege ist zu groß, keine Ahnung. Du machst da auch noch 3 oder 4 hin. Mach die alle nebeneinander. Und die Drachen stellen sich total dumm an. Wie haben die jetzt, wie können die überhaupt so lange leben, wenn die sich so dumm anstellen? Nee, nicht. Die haben keine rote Farbe. Oh, schau mal, ein bisschen raus. Selber anklicken, den Dummbotzen. Bom. Was ist denn mit dem los? Mir geht's prima, ja. Mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Gott, ist das ein Böse. Die sich von mir wegen, hier sicher. Was will denn der zweite? Warum ist denn der ein bisschen? Der hier? Ja. Jugendlich. Mach mal da noch einen kleinen Hügel hin, da wo er gerade steht. Einmal klicken reicht manchmal schon. Ja, jetzt ist er schon glücklich. Oh. Vor allem das sind Berge für die Drachen. Ja. Ja, es gibt nichts zu trinken, nichts zu kaufen, keine Deko, findet euch damit ab. Stimmt. Das können wir aber später noch machen. Wir machen erstmal Pause hier. Echt? Willst du die Besucher zufriedenstellen? Nein, aber ich möchte mal, was wollen wir jetzt noch einsetzen? Was macht der denn hier? Na, was ich cool finden würde hier, wo die ganzen Bäume sind, kannst du mal nach rechts steuern? Rechts. Jetzt müssen wir nochmal üben. Stopp. Ja. Oh, das Skelett ist, ja? Linden und Graupappeln. Ich will mal was rausfinden, ob Linden und Graupappeln Grünzeug geben. Hier in dem Spiel. Okay, muss das mal suchen, ja? Ja, ich finde es gar nicht so einfach. Wo sind die bloß? Die sind alle gleich aus. Die sind sie nicht.
Flinte. Die gibt Grünfutter und Graupappel auch. Sehr gut. Wenn wir diesen Wald hier lassen, dann ist der perfekt für Pflanzenfresser. Einhörner. Weil die geben Essen. Ich würde jetzt nur ein paar wegmachen, damit die überhaupt noch zwischenkommen. So zum Beispiel so eine kleine Schneise. Ja, Einhörner. Dass die hier einfach zwischenlatschen und die abfressen können. Gut, dann geht's jetzt mal die Einhörner. Wo? Erstmal müssen wir die Viecher finden. Die Viecher? Die sind hinten bei den teuren, das sage ich dir gleich. Ariel ist auch hier. Ja. Nicht so schüchtern, blick nicht ruhig durch. Da sind sie. Hab's gesehen. Echt? Neben dem Panda ist das schwarze Einhorn. Das soll ein Einhorn sein? Da steht schwarzes Einhorn. Das sieht aus wie... Ja, wenn du es vom Namen siehst. Okay. Wir brauchen auch nicht so ein Riesengehege, aber wir müssen erstmal schauen, was sich das Einhorn wünscht. Eine Menge. Also flaches Land haben wir. Boden haben wir auch. Temperaturen ist in dem Scheiß egal. Also die brauchen Kornfutter, Früchte, Grünfutter und Wasser, also irgendwie alles. Okay, also erstmal Kornfutter, Früchte und... Also Grünfutter haben wir, haben Bäume. Also Früchte und Kornfutter erstmal. So. Früchte sind ein bisschen weiter rechts. Wahrscheinlich hier. Oder wir setzen ihnen Früchtebäume rein. Was ist denn schöner, wenn sie einen Baum fressen oder wenn sie... Gute Frage. Bäume. Wie viele Früchte brauchen die denn? Ist jetzt die Frage, ob wir das mit dem Baum decken können. Wenn die 100 Kilo Früchte fressen, wird das schwierig. Du kommst gerade wieder raus. Ja, das macht er immer. Ich mach das jetzt nicht mehr. Guck mal nur, so. Ob der viel isst oder nur so ein bisschen. 3 Kilo, nicht so viel. Das ist wenig, da können wir ein paar Bäume hinsetzen. Ja. Es gibt zum Beispiel Palmen, die Obst geben. Die sind so ungefähr in der Mitte. Ja, da. Die 150 Kilo Früchte. Naja, setz da 2, 3 rein. Einfach ein bisschen verteilen. Mach auch welche vorne bei den Besuchern, weil sonst sehen die hier nie. So. Ist okay. Und nochmal. Ja, damit es ein bisschen dekorativ aussieht. Kornfutter auf jeden Fall, das gibt es wahrscheinlich nicht an den Bäumen. Nee, da müsste man Reis pflanzen, das ist kompliziert. Ja. Machst du auch eins, eins vorne und eins hinten. Ein bisschen verteilen, damit die nicht. Okay. Und Wasser brauchen wir. Immer die, oder? Ich würde eins vorne hinsetzen, eins hinten. Oder in der Mitte hier oben. Ja, Mitte ist ganz gut. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Zaun. Aha. Ich glaube, da können wir aber den Glaszaun, den sind nicht gefährlich. Wie wollen wir das machen? Es gibt ja neben den schwarzen Einhörnern noch die weißen. Wir können die natürlich zusammen reinsetzen. Oder ja. Wir machen 2 Gehege. Dann haben die mehr Platz. Die haben jetzt so ein großes Gehege, die Pferde werden, oder die Golle werden aber jetzt wohl nicht hier 30 Meter groß sein. Die sind schon relativ groß, doch. Besonders die weißen sind groß. Ach, und das ist dann das weiße Einhorn? Ja. Wollen wir erstmal das schwarze? Erstmal hier. Und die brauchen mindestens 2 oder 3. Da würde ich eigentlich ein Männchen nehmen und 2 Weibchen, weißt du? Das arme, das tolle Männchen. Wieso, das ist doch bei Pferden normal? Gut. Bei dem guck aber erstmal, ob die sich wirklich vertragen, weil ich habe bisher eigentlich immer Peaceful gespielt. Du musst mal eines der Weißen anklicken, ob die gleichen Voraussetzungen haben. Meine Güte, ey. Weil wenn die nachher doch anderes... Nein. Also ich hatte die einmal in einem eigenen Spiel. Die brauchen mindestens 30 bis 40, ja. Auch mindestens 2 Tiere, okay. Kratzen brauchen die und springen, haben wir vergessen. Na gut. Ist ja nun kein Problem, kratzen. Genau. Na, was soll man so hinten machen? Und zum und Springen zum Beispiel die Baumstämme da. Genau, aber nicht zu dicht. Genau.
wenn du die zu dicht am Zaun machst, dann springen die auch mal eben über den Zaun. Dann geht's weiter. Was brauchen sie noch? Kratzen und springen. Laufen. Das machen sie auch so. Ja, da brauchen sie ja wohl nicht meine Hilfe. Und dann Stall können wir denen noch geben. Und ansonsten mindestens 2 Stück. Und die hier? Ja, kratzen, springen, laufen. Das Interessante ist, die Schwarzen, die mögen es nur in einer Herde von 2 bis 5. Und bei den Weißen ist es egal, da stand mindestens 2. Okay, dann sollen sie mal gucken, wie der jetzt reagiert. Ein Einhorn, vergessen. Nee, ich will testen, wie die, ob die sich vertragen. Achso. Aber der meckert nicht rum. Ja, nicht. Das hat er nämlich schon lange gemeckert. Du brauchst nicht Stopp machen, die vermehren sich ja nie, wenn du Stopp machst. So, was habe ich denn hier reingesetzt? Männlein oder Weiblein? Gibt's andere, du hast es. Du musst das andere anklicken, das weiß ich nicht. Achso, das meinst du? Ja. Das ist ein Weibchen. Okay. Unten der Ding. Oh ja, viel besser. Gib den Tipp, du brauchst jetzt noch ein Männchen. Nur falls du wieder vergisst. Genau. Gut. Und Tierpfleger auch noch mit, Schatzi? Nee, wir brauchen sie nicht. Die würde ich auch wieder außerhalb setzen, weil das Gehege nicht so groß ist. Die mach außerhalb. Setz den einfach daneben. Und einen nach links. So. Dann soll der sich hier umkümmern. Also wir machen das mit den Tierpflegern nur, weil wir mehr als ein Kind tun. Das ist okay, nicht so. Hauptsache, der führt alle genau. Links noch ja. Für die anderen Sachen. Komm mal her hier. Was immer noch gut ist, Pferde mögen Ställe. Wollen wir den mal steigen. Komm mal her. Jetzt wird erstmal hier gearbeitet. Du bist nicht zu klein, alles gut. Perfekt, kriegt man sie nicht hin. Genau. So, jetzt alles abgedeckt. Und jetzt können sie glücklich sein, die haben keine Probleme. Ob das Wasser, weil hier ist es nicht mehr dran. Oder? So, nochmal eins größer. Ja, die müssten sich jetzt eigentlich hier nach und nach, warte mal. Der sagt, Mineralien haben wir noch vergessen. Nicht Wegsteine hier. Was brauchst du? Springen. Durst. Immer nicht. Okay. Ja, die meckern gerade, weil sie so wenig Tränken haben. Ich leg dir mal noch 2 rein. Die können ja hier noch 2 kleine Tränken kriegen. Dann können sie aussuchen, wo sie sich hinstellen. Und was, wie gesagt, Pferde immer mögen, ist egal wo. Hier gibt es einen großen Pferdestall. Aber die sind wirklich sehr groß. Ich glaube, da passen nur die Schwarzen rein. Wir können ja dennoch mal einen hinstellen. Hier ein und dann vielleicht nur so einen für die ganz großen. Wo willst du den hinstellen? Hier so zwischen. So. Wenn es doch mal regnet, kommen die hier durch? Nicht so ganz. Na, jetzt auf jeden Fall, ne? Wir haben aber richtig schöne breite Pferde. Die kommen nicht mal durch den Wald. Aber die haben ja eigentlich genug. Was wollen die eigentlich? Mir ist kalt. Die Temperaturen waren denen ja egal. Aber wenn die Pflanzen sagen, mir ist kalt, dann geben die weniger Früchte. Ich mach's hier genauso wie du. Ja. Klick, 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 klick. Mit mir meckert Bionado aber selber nicht besser. Ja, das stimmt. Immer das Gleiche mit den Frauen. Mach's mal hier so neben. Da müssen wir für die hier auch noch. Mit dem Wimpern ist natürlich auch kalt. Wie kann es auch anders sein? So, bitteschön. Die ist da von uns zu Palme. Die steht auf dem Gehweg, das mögen die Bäume auch nicht. Ja, wir haben das eigentlich nur gestartet wie den Einhörnern und den Drachen. Ja. Nicht mal wie den Gästen, aber Binale möchte ja unbedingt Gäste haben. Jetzt sind die Gäste eigentlich Schnuppe. Ich wollte eigentlich nur die Einhörner und die Drachen. Die voll süß sind. Komm, wir gehen mal rein. Hallo!
Hi, na, dicker Po. Kann man nicht diese Leiste ausblenden? Was nee. Denn du da? Der kratzt sich am Hintern. Geh, guck er mal dezent weg. Ach ja. Wow, die Springer kann man die komisch. Streicheln? Ist bei denen, wenn man die kauft, hinter dem Namen das Wort Reifen oder Streifen dran? Hinter den Namen. Ja, geh mal nochmal, tu mal so, als ob du die kaufst. Okay. Gehen wir jetzt nach rechts schon. Ja, weil bei manchen Tieren steht dahinter Reiten oder Streicheln. Wenn wir die streicheln, dann können wir die Besucher da reinlassen. Aber Einhörner sind ja keine netten Tiere. Nee, und da drüber? Reiten, doch! Man kann die reiten, ja? Erzähl mal, Bionado. Erzählen. Keine Ahnung. Irgendwie geht das, aber die Besucher können sich dann raufsetzen. Gibt immer noch was zum Springen, die stellen sich hier gerade ein bisschen doof an. Da sind viele Tiere und die wollen alle gleichzeitig. Ja. Warte mal, ich guck mal kurz. Wildlife Park 2. Drachen und Einhörner. Hier ist ein Trainingsplatz. Drachen versus Einhörner. Ich weiß aber nicht, ob der für die hier auch geht. Dann brauchen wir noch ein Tiertrainer. Dann hol ihn doch. Ich will mal kurz gucken, wie man das macht. Denk schneller. Unter Druck. Ich setze hier niemanden unter Druck. Unter Druck bist du. Du bist schwanger, nicht ich. Hast schon mal jemand gesagt, sie ist so frech? Ich bin doch nicht frech. Ich bin ganz, ganz lieb und artig. Wie gesagt, in eineinhalb Wochen ungefähr startet mal Wildlife Park, wie man einen Zoo erstellen kann. Und das ist so ein kleiner Vorgeschmack. Also Einhörner und Drachen. Weißt du was? Du bist voll intelligent. Ja. Und also ich meine, die hier zu bauen ist eine gute Idee. Noch besser ist, wenn sie eine Tür haben und da auch reinkommen. Was du dezent vergessen hast. Du hast es vergessen. Ich bin intelligent. Du hast aber gerade gespielt. Du musst den immer eine Tür hinmachen. Jetzt komm hier nicht rein. Oh, der stand schon hier drüben, ganz frustriert. Ja, komm hier, du darfst hier rein. Und denen habe ich sogar zwei Türen verpasst. Wo ist der hier? Wahrscheinlich auch total gefrustet. Ja, er steht da hinten rum. Geht da lang, Idiot. Ich meinte. Mein lieber, lieber Mitarbeiter. Der hier kann dann gleich hier rein. Der soll jetzt hier die Tiere trainieren. Ich habe den verschiedene Trainingsgeräte reingemacht. Das ist hier Stufe 2. Das ist Stufe 3. Hier irgendwo ist noch Stufe 1 und hier ist halt so ein Trainingsding. Ich weiß nicht, ob der die da reinnimmt. Ich weiß es auch nicht. Wir können ja mal versuchen, ob ein Besuchereingang was hilft. Müsste eigentlich. Warte mal, doch. Es gibt doch diese Extratür mit dem Gestützeingang. Wenn man darauf reiten kann, sind die zumindest nicht menschenfressend. Ja. Wir können ja hier auch sagen, guck mal, ihr könnt füttern. Ohrenfutter und das. Und da die kleinen Kinder da drauf stehen werden. Dass sie die auch mal anschauen können, wa? Ja. Noch so ein Info-Ding. Die wollen ja unbedingt Geld ausgeben. Also mich freut es schon, Wildlife Park 2 zu zeigen, anderthalb Wochen, wenn zumindest ein angespieltes Spiel, wie man so erstellen kann, und vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das auch von meinen Eltern wünschen zu Weihnachten. Guck mal, die gehen jetzt hier alle hin, kaufen das Zeug und gehen dann hier eigentlich rein. Oh, wir haben hier einen Streifen vergessen. Wofür? Wo? Eigentlich ist es hierfür. Ja, da kann man größer machen.
gut, aber die Palme fühlt sich wohl. Obwohl, den Einhörnern war es egal, wenn man hier einen kleinen Schneestreifen. Guck mal, die rennt jetzt rein. War ich schon wieder Winter da? Was macht sie denn da? Reitet sie gerade? Keine Ahnung. Die ist ein bisschen verbuggt. Deko wäre toll. Und wie reich die ist. 1405 von den Eltern dabei. Die reitet übrigens unter dem Pferd. Ja. Ich will was trinken, ich hab Hunger, ich will reiten, ich will streicheln. Alter Verwalter. Lass doch die Kleine. So. Und die will Deko. Das hält sich am Bauch fest oder so. Und die haben sich schon verzogen, die wollen nichts. Ja, warte mal. So. Was ist das denn? Die eigentlich nochmal runter oder? Schaut euch das mal an. Ja, das sieht irgendwie kaputt aus, ne? Ja, die Kleine ist kaputt und der Typ, der haut noch drauf. Aber jetzt wollen wir mal bei den Drachen schauen. Die Schneedrachen mögen es gerade. Aber warum meckern die? Und die Leute laufen mir in T-Shirt rum. Der braucht einen leichten Hügel. Oh, da hat er schon da mehrere Hügel. Super zufrieden. Ja. Die haben auch alle 3 Meter Futter, da hast du ein bisschen übertrieben. Nee, hab nicht übertrieben. Ich meinte es bloß gut mit denen. Aha. Oh, und was gibt es denn hier noch für Tiere? Also Meerjungfrau. Okay. Ich habe noch nie Meerjungfrau gesehen. Ich auch noch nie. Links haben wir ein Riesenwasserbecken. Wollen wir das mal ausprobieren? Aber erst mal gucken, was die gerne wollen. Schwimmen. Das war's? Ja. Die brauchen Küste. Die brauchen 25 bis 80 Bodenhärte. Ja. Herdengröße 1 bis 1. Also immer nur eine. Ja, weiter. Wie können die denn Nachwuchs bekommen? Naja, ich kann mir schon denken, wie. Hier vielleicht, wa? Brauchen die etwa auch einen Besuchereingang? Damit die sich fortpflanzen? Ja, mach doch einfach. Die brauchen ja auch nichts zu essen. Schwimmen und jetzt, die ist so schnell, da kann ich gar nicht klicken. Mir ist so kalt. Wir müssen sie einsperren. Ja. Sonst kriegen wir die Alte nicht in den Griff. Nee, wir wollen ja, wenn wir hier schon Kreaturen und Fabelwesen haben, wollen wir ja, dass es denen richtig gut geht. So. Und hier ist gerade Schneelandschaft. Sie braucht. Stell das doch da in die Mitte. Ja, sie brauchen ja nicht so ein Riesenbecken. Guck dir mal an, wie klein sie ist. Ich würde sagen, dann machen wir hier das Gehege oder den Aufenthalt. So. Und dann grenzen wir sie aber auch hier ein. Wir könnten ja rein theoretisch noch ein paar Delfine mit reinsetzen oder so. Dann machen wir hier so ein. Ja? Ja, lass mich mal kurz überlegen. Ach, du willst das dann Abgrenzung machen? Ja, sonst wird es schwierig mit dem Zaunschutz jetzt mal. Meinst du nicht? Keine Ahnung. Okay. Wie das bei Wildlife Park 2 ist, kann ich hier nicht sagen. Wie war das? Bis da. Nee, warte mal. Dann nehmen wir den durchsichtigen. Knapp an der Seite. Genau, da die Besucher können wir ja reinlaufen lassen. Ja. Ist das ungefähr? Scheint so. War so ungefähr, ne? Ja. Na, weiter geht nicht. Okay.
sie braucht auf jeden Fall eine Küste. Dann können wir ihr außen Rasen geben. Ja, weiter. Komische Pflanzen können wir kurz weg. Warum? Aber die gleich meckern. Nee, ich mag Unkraut nicht. Es könnte ja gesund sein. So. Da wachsen da Bananen auf der Wiese. Was hältst du von meiner Idee bei Ariel und Fische und so? Wollen wir ihr noch ein paar Delfine reinsetzen? Mit denen sie reden kann. Da kannst du ja, einfach was Schönes irgendwie. Ich weiß, dass das keine Farbewesen sind, aber irgendwie passt das doch mehr im Freund mit Delfinen. Naja, vielleicht kannst du mit dir dann das über die Unterwasserfußball reden. Solange die sich nicht gegenseitig essen, aber das glaube ich irgendwie nicht. Sind Meerjungfrauen nicht bösartige Farbewesen eigentlich? Boah, du fragst mich was. Die werden 60 Jahre alt. Die kriegen von alleine Essen. Das ist eine männliche? Was? Du bist eine männliche Meerjungfrau? Ja. Ich bin gerade überfordert, aber wir setzen mal trotzdem zwei rein. Einen Tierpfleger brauchen wir, weil ich Delfine reinsetzen will. Also ich bin jetzt mal echt gespannt, ob die sich gegenseitig nerven. Oder welche Delfine nehmen wir? Kleine oder große? Welche, die reinpassen. Wäre schön. Es gibt hier diese kleinen Delfine oder die großen, aber die großen sind ja so groß wie sie. Haben wir die kleinen? Ja, die, die kleinen. Vielleicht keine Angst. Die brauchen drei mindestens. Ja, und dann kriegen die noch Fisch. Warte, mit Fisch kriegst du so. Und jetzt sind okay. Schon 3 Kilo Fische. Mehr brauchen die im Grunde nicht. Wir können mal gucken, ob die sich vertragen. Du musst auch Pause machen, weil die sind jetzt so schnell. Es sind einfach zu viele Artgenossen in meiner Nähe. Und schwimm zur Seite. Wo sind die anderen? Ach da. Die hat das gleiche Problem. Aber ja, verkauft die. Eine männliche Meerjungfrau finde ich auch sehr komisch. Was braucht ihr? Fisch. Also diese kleinen Delfine brauchen wirklich nur ein bisschen Fisch. Dieses große Ding liefert 100 Kilo. Die brauchen es einigermaßen warm, einigermaßen tief. Ja, 3 bis 12. Also selbst wenn die sich vermehren, stört ihr keinen. Aber die Meerjungfrau, geht die jetzt an Land? Ja. Nö, geht wieder zurück. Das Land nebenbei ja nicht so. Das ist ja nicht so eine komische. Das ist irgendwie merkwürdig, oder? Wo bleibst du denn hin? Pfui. Ich wollte nur noch von vorne sehen. Also Ariel war schöner. So ist sie hübscher. Ja. Du magst kein gegrillt. Also Besucher, ihr könnt euch das von vorne angucken. Müsst ihr jetzt aber nicht. Ich könnte es verstehen. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Bionaru, möchtest du unsere Haustiere freisetzen? Nö. So, jetzt haben wir. Heute nicht. Heute ist kein guter Tag zum Sterben. Okay. So, die sind jetzt ein bisschen perplex. Ich habe jetzt einfach mal den Weg so ein bisschen noch nach links gemacht, dass sie sich nicht nur die Drache angucken, sondern... Wir können übrigens nicht aufs Land laufen, da wissen sie nicht, wie es funktioniert. The Person ist völlig verwirrt. Die haben die Evolution nicht überlebt. Aber dann können wir hier was Großes in die Mitte machen. Warte. Ja, Mammut. Mammut. Ich wollte dir keinen Mammut hinsetzen, ich wollte den Weg dicker machen und den irgendeine Attraktion geben. Dann mach mal eine schnelle Attraktion, weil ich will die Mammuts noch haben.
Frau. Ja. Wir haben keine Zeit. Warum auch? Komm. Ja, Moment. Zeig mal das Schönste, was es hier gibt. Wir haben ja Platz und wir haben ja Geld. Wirklich. Stimmt, das ist eine Meerjungfrau. Ich glaube, die ist hübscher als die andere. Als die hier drin. Die läuft übrigens gerade auf unserem auf unserer Grünfläche. Wir haben auch nichts zu essen. Prinz Erik kriegst du nicht. Die hat doch schon den Tierflieger viel Spaß. Cool, Stonehenge. Ja. Mach mal was Schönes in die Mitte. Was Großes. Ja, wir können ja hier eine Besucherattraktion reinmachen. Irgendwas, wo sie nochmal Kohle lassen können. Sowas hier zum Beispiel. Amphibienhaus oder so. Wenn das reinpasst? Aquarium vielleicht? Passt aber nicht. Das Amphibienhaus vielleicht? Das. Okay. Hat doch gepasst. Nee, da ist. Nee, der Mannequin ist da. Im Weg. Ja. Wollte der erstmal ein bisschen gerader machen, weil der schon nicht so einfach ist. Jetzt! Sobald keiner dazwischen läuft, einfach nutzen. Immer ein bisschen teurer oder billiger machen. So, sie will was zu trinken. Komm, wir füttern die jetzt mal. Ja, danach möchte ich auch gerne zu den Marmut. Ja, danach darfst du zum Marmut. Marmut ist übrigens ein Name. Ah, nee, Hartmut ist ein Name. Der mag hart. Marmut auch. Der hat einen Marmut. Ich sag jetzt nur nicht wo. So. Okay. Ja. Was geht man denn zu essen? Wollen wir nur die teuren Sachen anstellen? Ja. Okay. Und Fleisch. Okay, die kriegen wir vorne erstmal zu essen, okay? Aber dreht das mal so in den ihre Richtung. Ja. Man könnte auch Schrimps kaufen. Das ist gut. Und dann gibt es hier einen Strand. Zu essen holen. Ja. Da gibt es noch Souvenire, aber dieser Souvenirshop, der ist auch noch beliebter, wie die alle jetzt drin. Und ein Klohäuschen. Stimmt, die müssen auch alle mal. Ja, den lesen wir mal. Fui fui machen. Fui fui? Ja. Sind wir denn im Kindergarten? Wir müssen auf Klo sein. Wir müssen alle mal groß machen. Wir müssen uns das angewöhnen. Wir kriegen bei dem Kind groß machen, klein machen. Nicht? Geh mal kacken. Nein, Kind, jetzt noch nicht machen. Wir sind noch nicht so. Oh, so spät. Nein, Kind, wir sind noch nicht zu Hause. Schatz, musst du kacken? Schatz, oder? Dein pissen. Lieblingskind hat schon wieder in die Hose gemacht. Das sage ich doch lieber, musst du groß oder klein? Würde sich gummig in der S-Bahn anhören, wenn man sagt, warst du gerade kacken oder warst du gerade pissen? Da würden ja die Leute gucken, also wirklich. Ich glaube. Im Ernst, das ist Baby. Egal was du sagst, erstmal nicht antworten. Aber wenn es irgendwann etwas älter wird. Das Kind versteht ja nicht, aber die anderen in der Bahn oder auf der Straße. Na und jeder von denen war mal Kind oder hatte eins. Na, manche waren bestimmt keine Kinder, so wie die sich verhalten. So, ich würde jetzt trotzdem mal gern beim Marmut mal klopfen. Ja, haben wir noch mal ein bisschen. Deko. Ein bisschen Deko dauert immer stundenlang und ich muss mal früh zur Arbeit. Ein bisschen dekorieren. Augenblick, bin auch gleich so weit. Nur die notwendigsten Sachen, dass die nicht den ganzen Sofa mögen. Weil die wichtigsten Sachen, die ich, ja, die total interessant sind, die man heutzutage gar nicht sieht, obwohl Einhorn hätte man noch damals nicht gesehen und Drachen auch nicht, aber Mammut zum Beispiel. Weißt du, dass wir die Mammuts nur um wenige hundert Jahre wahrscheinlich verpasst haben, nicht mal um 1000? Wir haben Skelette gefunden, die darauf hindeuten,
dass wir die nur relativ knapp verpasst haben. Ich mach die jetzt nur ein bisschen glücklich, okay? Keine Sorge, nicht doll, nur ein bisschen. Dum, 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 dum. Dieser Mann setzt mich unter Druck, das ist wirklich dumm, dumm, dumm. Na, kann man hier in der Mitte nehmen? So. Hier sind dann nachher überall Schmetterlinge, das war schön. Weh, du magst das nicht. Und wenn ich nicht bald weiterkomme, kriege ich Schmetterlinge. Am Bauch? Nee. Im Hosenbund? Nee. Am Hintern? Ja. Da geht's bald echt flattern. So. Im Bo. Warum so, frage ich eigentlich? Nee, da nicht. Der hat auch Durst und Hunger. Ich will ihn nur so ein bisschen zufriedenstellen, okay? Du könntest nach Hause trinken und essen. Sei mal nicht so einer. Das ist dein Park und du hast gesagt, du willst mich als Managerin. Hast du halt Pech gehabt. Genau, die Klo gleich neben die Frittenbude, damit die Fritten auch gleich nach Klo riechen. Ja, das wenn das so eine typische Kreuzberger oder Mettinger Schultoilette ist, dann auf jeden Fall. Ich habe nicht gesagt, dass ich perfekt bin. Ich habe nur gesagt, ich mache den Job. Okay. What, das wäre doch meine Antwort für einen Arbeitgeber. Warum haben sie das so gemacht? Ich habe nur gesagt, dass ich perfekt bin. Ja, das stimmt. Die finden das alle zu undekoriert. Sollen das alle Tiere sein? Hallo, da sind Drachen. Ich leg mir aber schlafen. Leonardo braucht noch Nacht. Ja, ich mach das hier ohne dich. Ja, ich merk schon. Mann, ich hab voll Spaß da drin. Jetzt lass mich doch mal. Alte Meckertunti. Ich wollte gerade sagen, alte Meckertussi und alte Meckertante gleichzeitig. Da kam dann sowas bei rum. Hat den noch Aussichtsturm? Die meckern alle rum. So, jetzt darfst du. Ich wollte nur, dass es ein bisschen aussieht wie ein Park. Hallo und herzlich willkommen bei Meyers TV und Wildlife Park. Hier spielt jemand, der von dem Spiel überhaupt keine Ahnung hat, aber gerne Mammuts im Spiel haben möchte. Deswegen Mammuts, nicht Mammuts. Deswegen wollen wir alle gerne Hartmut im Käfig haben. Du, unsere Folge ist schon 38 Minuten. Warum ist doch eine kleine Katze? Nee, das soll die Vorbereitung für die Folge im was in anderthalb Wochen kommt, für Dezember sein. Ja. Dann, die ist dann eben etwas länger. War nicht so groß. Jetzt brauchen wir wieder mehrere. Das ist ja voll schief. Erstmal Rechtsklick abschütteln. So. Ich hoffe, du hast nicht zu viel mal nach links geklickt, nicht dass da irgendwas weg ist. Nein, habe ich nicht. Mach den mal ein bisschen kleiner. Mutter. Nur um mal zu gucken, weil Mammuts sind auch nicht so ganz so groß. Gut, dann haben wir jetzt erstmal hier, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Besuchereingang. Nein. Mann. Das ist kein Besuchereingang. Ich will aber einen Besuchereingang, die sollen alle platt getreten werden. Was wollen denn unsere Dickhäute aus der Vergangenheit? Sei mal nicht so nervös und mach ganz gut. Die ganz rechts ist das Tollste. Ja. Ja. Endlich. Ich bin ja mal froh, dass wir überhaupt dahin kommen. Sie wollen Wasser und Grünfutter. Und sie wollen schwimmen. Das heißt, du musst den See anlegen. Oder du setzt sie nach links. Da ist ein See. Ja, aber die brauchen auch Flachland, nee, da würden sie auch meckern. Dann setz sie da lieber rein und mach rechts daneben noch mal. Also Grünfutter und Wasser erstmal. Bambus? Nee, weiter rechts. Noch weiter rechts. Gut, hier? Ja. Das sind aber die kleinen. Und die ganz rechts ist die große. Hier? Die würde ich so alle paar Meter einsetzen. Ist okay, wieder drauf. Okay, und Wasser brauchen sie auf jeden Fall? Ja, aber da die schwimmen müssen, brauchst du das nicht. Die müssen schwimmen, das heißt, du musst denen sowieso einen See anlegen. Ja, ich schwimme auch. So. Gut, dann auf jeden Fall hier. Mhm. Ich mache hier mal ein bisschen. Ist das nicht so? Ja, dann meckern die, dass die mir nicht rauskommen, wa? Kann sein. Du musst das rechts doch ein bisschen größer machen. Ich habe vergessen, dass die gerne besser sind.
Okay, dann muss ich hier... Nur für den See muss das ein bisschen größer machen. Okay, dann mache ich das mal weg hier. Ja, dann haben sie noch Bäume, vielleicht latschen sie auf 300 Bs. Okay. Die Bäume sind dann unter Wasser. Das Skelett kann dann auch hier. Wenn du es noch ein bisschen einebnest, dann sieht der See ein bisschen mehr wie ein richtiger See aus. Weil hier sieht es ja aus wie ein Hügel. Und kann nicht jede Ecke so steil zum Horizont liegen. Na ja, ich zeig dir mal einen Trick. Okay, zeig mir mal. Das hier heißt abrunden. Das heißt, da kannst du so ein bisschen, weil die mögen Flachland. Und was du hier machst, ist ein Hügelland. Also eigentlich so flach, bis sie dann hier ins Wasser gehen. Und da machst du einfach nur so ein bisschen runter. Und dann ebnest du das hier ab. Das heißt, der passt sich nochmal an, dass das nicht zu spitz ist. Ah, so. Also, dann sieht es ein bisschen realistischer aus. Machst du doch ein Wasser. Und dann machst du hier noch dieses Wasserding rein. Das sieht groß an wahrscheinlich, wa? Guck mal, wir setzen damit nicht alles unter Wasser, aber wir können es probieren. Weil ich hätte jetzt erstmal das kleine genommen, aber das kann sein. Na gut, das ist ein großes Wasserloch. Ich bin mal so frei, noch den Zaun zu vollenden. Wir können ja keine Ahnung. Ja, bis dahin dann. Und ich glaube... Ich hoffe, der füllt das ganze Wasser nach. Ja, ja, der füllt immer nach, das geht nicht raus. Haben wir hier jetzt einen Zoowärter? Nein, der muss noch. Jetzt sind wir auch mal hier nehmen. Machen wir so. Gut. Okay. Ja, ist okay. Und dann lassen wir ihn rechts ab. Und wir geben dem mal noch einen Elefantenstall, einen ganz großen. Das wäre ziemlich groß. Wenn es geht, oder wollen wir einen ganz großen? Man muss ihn nur drehen. Weil er nicht so Eiszeitmäßig aussieht. Tioli. Einfach nur so, weil wir können. Genau, das kleine Elefantenhäuschen. Immer eins weg hier. Weil wenn du zu eng machst, die haben da Probleme mit. Dann stellen wir hier noch eins hin. Na, dann können sie hier trinken und schwimmen. Was brauchen denn die kleinen Dickhäuterchen auch? Du müsstest noch mal schauen, ob die eine bestimmte Temperatur mögen. Es kann sein, dass die es kalt brauchen. Ja, das so. Die Pfeiltasten auch. Okay, dann wollen wir mal gucken. So, bis 30 Grad. Also Wasser haben wir, Grünfutter haben wir. Ja, aber minus 40 bis 30, wie warm geht denn die Karte? Was ist denn? Ich weiß auch nicht, werden wir gleich merken, wenn sie meckern. Katzen und Vögel brauchen wir aber. Was ist einfach in der Mitte? Nee, nicht so viele. Oh, was ist denn Suhlen hier? Suhlen ist Schlamm. Musst du bei dem Boden Schlamm reinmachen? Hier. Ja. Oben links. Das Weichste. Machst du noch so ein großes Ding mit Schlamm direkt am Ufer, würde ich sagen. Genau. Ja, ist okay. Andere Seite vielleicht dran noch. Okay. Ey Gott, jetzt ist da ein bisschen so viel. Das reicht. Vielleicht nicht die Bäume unter Schlamm setzen. Die meckern gleich. Nur noch die Ufer gegangen. Okay. Okay, dann wollen wir mal schauen. Eigentlich müssten die jetzt zufrieden werden. Wie viel muss man reinsetzen von den Tieren? Mindestens drei. Mindestens drei. Kommen auch drei hin, das kommt. Also Suhlen, Kratzen, Schwimmen haben sie. Grünfutter haben sie. Wasser haben sie. Ja. Drei Stück. Ein Männchen. Und vermehren die sich schneller. So, und dann müssen sie erstmal rübergehen. Wow. Männer gegen Frauen. Männer gegen Frauen. Wir sind jetzt bei 59 Millionen minus. Gut, was wollen sie denn?
Ah, die wollen irgendwas im Kratzen. Du kannst da rechts ja noch was zum Kratzen reinmachen. Damit die nicht immer über die ganze Karte laufen müssen. Das okay. Oh ja, dann muss das Kratzen erstmal finden und die Schlamm muss auch erstmal finden. Ist ja alles da eigentlich. Ich will am liebsten im Schlamm sein. Warm sein. Ich vermisse meine Gefährtin. Hat sie jetzt schon gefunden. ja. Dann haben wir es geschafft. Guck mal. Was? Siehst du das Weiße da? Ja, das ist ein Ei. Ja, ist doch süß. Die haben das erste Baby. Ja. Wir haben dann auch schon eins. Gut, wir haben jetzt zwei Feuerdrachen. Oh Gott, bei den Eisdrachen wird es ein bisschen schwierig. So, ah, nicht so hastig hier. Nur weil ich näher komme, muss mich nicht gleich beißen. Haben die schon eins? Wir haben auch schon eins. Oh, süß. Dann haben wir die Eis- oder Wasserdrachen. Hier. Und dann haben wir die Gäule mit nur noch bei einem Tier drin. Hörnchen. Guck mal ein Hörnchen. Wo sind denn die Weißen? Da. Da. Da ist er. Sag mal, Maus. Kann man die eigentlich trainieren? Keine Ahnung, das will ich aber heute nicht machen. So, trainieren. Ja, die ist schon ein bisschen trainiert. Okay, dann haben wir auf jeden Fall ein Gäulchen. Guck mal, das nächste Kind will. Ja, das kann doch. Dann haben wir, wo sind denn die Mammuts? Guckt euch mal die schönen Tiere an. Hier sind Mammuts. Ja, mach doch noch schneller. Zum Glück so. Ist es gar nicht unruhig, was du machst. Stell dich doch einfach mal rein und guck dir mal ganz kurz zu. Ups. Also nicht ins Gehirn stellen. Was macht ihr denn? Hi, 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 hi. Also zum Glück seht ihr mich nicht gerade. Oh. Cool. Ice Age. Kann man hier noch einen Schritt zurückgehen? Hallo. Warte mal, ich stelle mich mal hier drüben hin. Das ist ein Brett vom Kopf. Ja, da hat ein Brett vom Kopf. Mal, das ist der andere. Die backen alle so schön. Nimm mal bitte die Hände von der Maus. Ich mach doch ja nicht. Doch, du steuerst in eine andere Richtung als ich. Das kann nicht funktionieren. Ja, seht euch mal die wunderbaren Tiere an. Und das, ja. Und in dem anderen Wildlife-Spiel, was wir machen, da sind dann Dinosaurier, Säbelzahntiger mit dabei. Wir haben noch die Delfine und die Meerjungfrau. Obwohl die Meerjungfrau echt gruselig ist irgendwie. Was ist denn hier? Hauptmächte. Ariel ist irgendwie ein bisschen schräg drauf. Die brauchen nichts zu essen. Der Delfin, dem geht es gut hier. Das sind die einzigen, ja, nicht so schrägen Knöpfe. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden. Das ist der Start für unser Wildlife Park im Dezember. Und ja, ich bin mal gespannt, ob es euch gefällt oder nicht. In ungefähr zwei Wochen, ich glaube am 26. November startet das denn? Jedenfalls bald. Jedenfalls bald. Viel Spaß euch noch. Danke fürs Zugucken. Bis Dezember. Wir hoffen, euch gefällt das Spiel. Und vielleicht guckt ihr ja noch andere Folgen bei uns. Genau. Bis zum nächsten Mal. Wir haben ja genug auf unserem Kanal.